Ja, sehr geehrter Herr Wetzel, Herr Huber, Herr Sommer, sehr geehrte Vorstandsmitglieder, sehr geehrte Delegierte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin heute sehr gerne gekommen zu der größten freien Gewerkschaft, die es weltweit gibt, zur IG Metall. Nicht nur, um hier zu Ihnen zu sprechen, sondern um auch Danke zu sagen. Danke an Ihren bisherigen Vorsitzenden, an Herrn Huber, der 6 Jahre die Geschicke der IG Metall gelenkt hat und mit dem ich viele, viele sehr persönliche und auch sehr für mich weiterführende Diskussionen geführt habe. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir nicht immer einer Meinung waren, aber das wäre auch schlimm, glaube ich, aus dem gegenseitigen Selbstverständnis. Aber ich darf sagen, dass ich manches gelernt habe, vor allen Dingen, weil Ihr bisheriger Vorsitzender geradlinig und zuverlässig war und ist. Eine große Tageszeitung hat ihn einen intellektuellen Pragmatiker genannt. Er hat immer wieder ein tiefes Verständnis entwickelt für das, was auf der Welt vorgeht, für die Globalisierung, für die Veränderung der Arbeitswelt. Er war mit Michael Sommer zusammen derjenige, der gesagt hat, lasst uns über die Zukunft der Arbeit in Deutschland sprechen. Sie, lieber Huber, haben immer vorausgesehen und werden es sicherlich auch gerne noch weiter begleiten, was für einige Ihrer Branchen, zum Beispiel die Automobilindustrie, das Thema der Elektromobilität bedeutet. Sie haben dann sich angeschickt, auch hier an der Plattform für Elektromobilität mitzuarbeiten. Und natürlich haben wir, das geht dem Herrn Sommer genauso wie Herrn Huber, ernste Stunden miteinander verbracht in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir haben Lösungen gefunden. Sie haben sich pragmatisch dafür eingesetzt, in der Zeit, als das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 5% eingebrochen ist, auch im Bereich der Lohnfragen vernünftig zu handeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Und insofern verbindet uns eine gemeinsame Wegstrecke, die natürlich auch von unterschiedlichen Positionen geprägt war. Und lieber Herr Wetzel und lieber Herr Hoffmann, ich biete an, dass wir die Zusammenarbeit mit Ihrer Gewerkschaft weiter in diesem pragmatischen, konstruktiven Sinne fortführen. Ich gratuliere Ihnen, dass Sie gewählt wurden und wünsche Ihnen Erfolg und eine glückliche Hand in einem ja nicht immer einfachen Metier. Denn Politiker haben es nicht immer einfach, das darf ich aus eigener Erfahrung sagen, aber Sozialpartner tragen in Deutschland eben auch große Verantwortung. Und diese Verantwortung immer wahrzunehmen, ist nicht auch für Sie ohne jedes Problem. Ihre Mitglieder haben Erwartungen, aber Sie tragen auch Verantwortung für das Gemeinwesen. Und Herr Wetzel, Sie haben es eben so schön gesagt, die Menschen wollen gar nicht viel. Sie wollen Arbeit, sie wollen Sicherheit für ihre Familien, sie wollen Zukunft für ihre Kinder. Aber das alles zusammenzubekommen, ist dann doch im Einzelfall auch nicht immer so ganz einfach. Und wir können sagen, Deutschland steht heute, ich glaube, darin stimmen wir überein, vergleichsweise gut da. Was die Zahl der Erwerbstätigen anbelangt, hatten wir noch nie so viele. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist auf über 29 Millionen Menschen angewachsen. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem niedrigen Stand, dem niedrigsten Stand seit über 2 Jahrzehnten, gerade auch in den neuen Bundesländern, haben sich die Dinge recht gut entwickelt. Aber ich sage auch, fast 3 Millionen Arbeitslose sind 3 Millionen Arbeitslose zu viel. Mein Ziel als Bundeskanzlerin ist, dass jeder Mensch in Deutschland die Chance hat, Arbeit zu bekommen. Und das muss natürlich dann auch damit zusammengebracht werden, dass es in der Arbeitswelt gerecht zugeht. Das ist eine legitime Forderung. Und das rechte Maß von Flexibilität zu finden und gleichzeitig von Sicherheit des Arbeitsplatzes zu finden in einer globalen Weltwirtschaft gehört zu den herausragenden Aufgaben Ihrer Gewerkschaft, genauso wie unserer politischer Rahmenbedingungen. Und deshalb ist es in unserem gemeinsamen Interesse, diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
Und wir sind gerade in den Koalitionsverhandlungen. Ich könnte sagen, Sie verhandeln ja mit, denn der zukünftige potenzielle Koalitionspartner hat ja in Form seines Vorsitzenden gestern gesagt, womit Sie nicht zufrieden sind. Damit ist er auch nicht zufrieden. Und insofern habe ich mir gedacht, es ist dringend erforderlich, dass ich meine Beziehungen eher noch mehr pflege zur IG Metall als weniger und vielleicht öfter mit Ihnen ein Stündchen verbringen sollte und nicht so viel mit Herrn Gabriel. Aber Spaß beiseite. Spaß beiseite. Natürlich ist Ihre Erfahrung, wenn es um die Flexibilität des Arbeitsmarktes geht, für uns von großer Wichtigkeit. Welche Themen sind auf der Tagesordnung? Wir brauchen ja gar nicht drum rumzureden. Das ist das Thema der Werkverträge, das Thema der Leiharbeit, das Thema des Mindestlohns und auch Fragen der Rente. Ich will Ihnen meine Bewertung sagen. Ich glaube, wir brauchen das Thema Leiharbeit, aber es gab auch Missbrauch. Das hat dazu geführt, dass schon die bisherige christlich-liberale Bundesregierung eingefügt hat, dass Leiharbeit eine vorläufige, vorübergehende Sache sein muss. Wir werden das jetzt spezifizieren, sowohl in Bezug auf die Dauer eines möglichen Leiharbeitsverhältnisses, genauso wie auf die Frage, wann spätestens bei abweichenden Tarifverträgen auch Equal Pay einzuführen ist. Beide Fragen werden in der Endphase der Koalitionsvereinbarung noch eine Rolle spielen, aber ich kenne Ihre Positionen hier auch recht deutlich. Ein zweites, was die Werkverträge anbelangt, so muss man sagen, dass hier sich ein neues potenzielles Missbrauchsfeld auftut. Man kommt nicht drauf, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, und das ist uns jetzt ja immer wieder berichtet worden, die Werkvertragsnehmer sind und wenn eine Kontrolle kommt, dann plötzlich aus der Arbeitnehmerüberlassung die entsprechenden Dokumente vorweisen. So etwas darf nicht sein. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Betriebsräte informiert sind, was an Werkverträgen abgeschlossen wird. Auch das werden wir sicherlich in den Koalitionsvereinbarungen miteinander vereinbaren. Und der dritte Punkt ist der Mindestlohn. Hier wissen Sie, dass die Christlich-Demokratische Union andere Vorstellungen hatte. Wir wollten keine weißen Flecken mehr im Bereich der Tarifverträge, aber wir hatten nicht die Idee eines allgemeinen flächendeckenden Mindestlohns. Das ist ja auch kein Geheimnis. Es wird, wenn es zu erfolgreichen Koalitionsverhandlungen kommt, zu einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn kommen. Über die Modalitäten sprechen wir noch. Das ist sicherlich auch in Ihrem Interesse. Ich sage Ihnen trotzdem, dass mich die Sorge umtreibt, dass uns das auch Arbeitsplätze kosten könnte. Ich glaube, da stimmen wir nicht überein, aber ich komme aus einem Wahlkreis, in dem viele Menschen heute noch nicht 8,50 Euro verdienen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, zu verhindern, dass Arbeitsplätze wegfallen, weil wir dann auch nicht das erreicht hätten, was wir gemeinsam erreichen wollen, dass die Menschen gute Arbeit haben, aber eben auch Arbeit. Und wir haben das Thema der Rente. Ich weiß, hier liegt ein großes Feld auch der Sorge oder der Ablehnung der IG Metall über viele Jahre, wenn es auf die Rente mit 67 kommt. Ich möchte Ihnen nur sagen, und dafür trage ich auch Verantwortung, wir werden in wenigen Jahren 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner mehr haben und 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im erwerbstätigen Alter weniger als heute. Und wir müssen an die zukünftigen Generationen natürlich auch denken, denn diejenigen, die heute in der Ausbildung sind, die Facharbeiterinnen und Facharbeiter von morgen sind, werden in einem relativ mobilen oder offenen Europa vielleicht ganz anders sich auswählen können, wo sie einmal arbeiten wollen und wo nicht. Und wir dürfen diese junge Generation nicht zu sehr belasten. Und dazwischen die rechte Balance zu finden, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns aber alle stellen sollten. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass gerade diejenigen, die 45 Jahre oder sogar mehr gearbeitet haben, körperlich schwer gearbeitet haben,
oft diese Zeit gar nicht schaffen. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich anschauen, wie sich die Erwerbstätigkeit der über 60-Jährigen erhöht hat, dann hat sich in den vergangenen Jahren auch etwas in eine richtige Richtung verändert. Deshalb werden wir auf jeden Fall neue Regelungen für die Erwerbsminderungsrente finden, die, glaube ich, von großer Bedeutung für viele Menschen ist. Und wenn wir uns heute einmal anschauen, wer Erwerbsminderungsrente bekommt, ist in hohem Maße in der Gefahr, trotz vieler Arbeitsjahre von der Grundsicherung abhängig zu werden. Und das muss vermieden werden. Und deshalb werden wir hier verbesserte Bedingungen für die Erwerbsminderungsrente vereinbaren. Und einer der schwierigen Punkte ist dann, wann kann man gegebenenfalls auch abschlagsfreie Renten für die sehr, sehr lange Beschäftigten vereinbaren. Das wird sicherlich bis zur letzten Minute umstritten sein. Da will ich gar nicht darum herumreden. Meine Damen und Herren, das sind die Themen, die erst einmal, was die Arbeitswelt anbelangt, in unseren Koalitionsvereinbarungen von herausragendem Interesse sind. Aber es gibt für Sie, die Sie aus der Metallbranche kommen, ein weiteres Thema, was über die Zukunft Deutschlands in erheblichem Maße entscheiden wird. Und das ist die Frage, wie uns die Energiewende gelingt. Sie alle oder viele von Ihnen arbeiten in energieintensiven Bereichen. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir zwar alle im Prinzip für die Energiewende sind, den Ausstieg aus der Kernenergie sowieso mehrheitlich in der deutschen Bevölkerung, aber auch der Umstieg auf erneuerbare Energien. Und es ist ja inzwischen auch ein Zustand erreicht, wo die einen Stahl herstellen und in einem energieintensiven Unternehmen arbeiten und die anderen vielleicht in der Produktion von Windkraftanlagen tätig sind, auch ein Bereich des Stahlbaus. Also die Arbeitsplätze hängen in den verschiedenen Bereichen ja mit ihrer Gewerkschaft zusammen. Und wir haben jetzt 25% der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Damit ist das keine Nische mehr, sondern es ist eine feste Säule unserer Stromerzeugung. Und da haben wir die Komplikation, dass das Erneuerbare Energiengesetz mit seinem Einspeisevorrang natürlich inzwischen auch, da darf man nicht drum rumreden, eine lukrative Quelle von Subventionen geworden ist. Und es ist immer so, wenn die Mehrzahl der Menschen in einem Land von einer Subvention abhängt, ist es nicht so einfach, eine Mehrheit für die Abschaffung dieser Subvention zu finden. Und diesen Spagat müssen wir jetzt als Große Koalition so bewältigen, dass wir nicht zum Schluss eine Entindustrialisierung in unserem Land erleben. Und diejenigen, die in vielen Unternehmen tätig sind, wissen ja, wie die Investitionsentscheidungen für die Jahre 2018, 2020 gefällt werden. Das kriegen wir als Zeitungsleser noch gar nicht dann mit, wenn man nicht direkt im Unternehmen sitzt. Und Sie wissen auch, viele von Ihnen, dass die Energiepreise ganz unerwarteterweise, das hätte man vor 10 Jahren so nicht gesehen, in den Vereinigten Staaten von Amerika heute deutlich geringer sind, als sie es in Europa insgesamt sind und allzumal in Deutschland. Wenn der Gaspreis in Amerika zurzeit die Hälfte des Gaspreises in Europa beträgt, dann hat das natürlich Auswirkungen. Und wenn man dann noch die erneuerbaren Energien dazu hat, hat es noch mehr Auswirkungen. Deshalb wollen wir erstens Sicherheit für große Investitionen. Ich sage mal die Offshore-Windanlagen, die ja auch gerade im Metallbereich eine große Rolle spielen. Da muss es eine Investitionssicherheit geben, aber da muss es auch einen Deckel geben, bis wohin investieren wir. Wir werden wahrscheinlich sagen 6,5 Gigawatt bis 2020 und 15 Gigawatt dann bis 2030. Damit besteht dann Planbarkeit, Sicherheit und dann muss es auch gelingen, den Netzausbau, der dafür notwendig ist, auch schnell durchzusetzen. Wir haben dann die Photovoltaik. Bei der Photovoltaik haben wir eine derartige Explosion erlebt, dass wir heute über 30 Gigawatt Photovoltaikkapazität haben. Wir müssen wissen, oder Sie wissen das vielleicht, an einem normalen Tag braucht Deutschland eine Leistung von oder eine Kapazität von 60 bis 70 Gigawatt. Wir haben heute über 30 Gigawatt Onshore-Wind und über 30 Gigawatt Photovoltaik. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, können wir unsere gesamte Energieversorgung bereits aus erneuerbaren Energien leisten, nur dass wir dazu nicht die Netze haben, die das alles vom Norden dann in den Süden auch ordentlich übertragen. Und jetzt müssen wir versuchen, sicherzustellen, dass die Kraftwerke, die Grundlast produzieren, überhaupt noch rentabel sind. Im Augenblick sind nur Kohlekraftwerke rentabel, die neuen modernen Gaskraftwerke nicht. Wir müssen aufpassen, dass die Netzentgelte nicht ungefähr so schnell steigen wie die Umlagen für die erneuerbare Energie.
Und das ist eine ziemlich gigantische Aufgabe, vor der wir stehen, bei der ich wirklich auch um Ihre Unterstützung bitte. Denn Deutschland hat heute einen Industrieanteil von 23% am Bruttoinlandsprodukt und wir würden gerne über 20% bleiben, weil ohne Industrie wird Deutschland auch kein Land des Wohlstands bleiben können. Wir brauchen dann, Herr Wetzel hat davon gesprochen, Investitionen in die Zukunft. Dazu gehört das Thema Verkehrsinvestitionen. Dazu gehört das Thema Investitionen in die digitale Infrastruktur. Und hier überlegen wir, wie wir schneller vorankommen im Breitbandausbau. Unser Ziel ist 2018, jeden Teil Deutschlands, auch die ländlichen Regionen, mit 50 Megabit pro Sekunde Breitbandanschluss versorgt zu haben. Dieses kann nicht allein durch Förderung geschafft werden, sondern hierfür müssen auch Rahmenbedingungen sein, die wirklich investitionsfreundlich sind. Die Informations- und Kommunikationstechnologien in Europa haben einen Regulierungsrahmen, der längst nicht so investitionsfreundlich ist, wie das in anderen Teilen der Welt ist. Wir haben uns das jetzt mal angeschaut. In Amerika, in Europa und in Asien hat sich die Leistung der übertragenen Informationen in den letzten 10 Jahren ungefähr verzehnfacht. Und die Gewinne der Telekommunikationsunternehmen sind in Asien und Amerika hochgegangen um 30-40%, in Europa um 10% gesunken. Das heißt nichts anderes, als dass die Investitionsbedingungen in Europa sehr viel schlechter sind und deshalb müssen wir das hier an dieser Stelle verändern. Außerdem 2 Bemerkungen zu Brüssel und der Europäischen Union. Die eine, dass der Regulationsrahmen im Informationskommunikationsbereich verbessert werden muss. Der andere, dass wir mit Brüssel ernsteste Verhandlungen haben werden über die Ausnahmesituationen im Bereich der energieintensiven Industrie. Und hier möchte ich mich für vielerlei Zusammenarbeit, immer wenn es um den Industriestandort Deutschland ging, bei Herrn Huber noch mal bedanken. Und ich sage, wir werden das auch in Zukunft noch brauchen, wenn es um die energieintensive Industrie geht. Wir haben das jetzt recht gut, noch nicht ganz abgeschlossen, aber in der Automobilindustrie hinbekommen. Deutsche Produkte, wenn sie Weltmarktführer sind, müssen produziert werden können. Es hat keinen Sinn, die energieintensive Industrie aus Deutschland, aus Europa rauszudrängen. Es hat auch keinen Sinn, die Produktion großer Autos aus Europa und aus Deutschland rauszudrängen, um dann anderswo die Produktion zu haben, zu schlechteren ökologischen Bedingungen. Ich glaube, da stimmen wir überein. Meine Damen und Herren, und ich möchte ein Dankeschön zu einem weiteren Bereich sagen, der Zusammenarbeit. Das ist die Frage, wie halten wir es mit Europa? Die IG Metall, Sie vertreten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sehr stark auch in den exportorientierten Branchen arbeiten. Und Deutschlands Export geht zu 60% in die Europäische Union, zu 40% in die Euro-Länder. Das heißt, es wird auch Deutschland auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Und Europa geht es im Augenblick an vielen Stellen nicht gut. Ich möchte mich als erstes bedanken, dass in der Eurokrise die Gewerkschaften, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall immer auf der Seite derer gestanden haben, die gesagt haben, wir brauchen ein gemeinsames Europa. Europa ist ein Binnenmarkt, aber Europa ist viel mehr. Die Älteren unter Ihnen wissen noch, dass nur durch Europa sichergestellt ist, dass wir jetzt die längste Friedenszeit haben, die es auf unserem Kontinent gegeben hat. Und ein Blick auf den westlichen Balkan, zum Kosovo, nach Serbien zeigt, wie schnell wieder militärische Konflikte ausbrechen können. Und deshalb ist das Friedenswerk Europa allemal schon Grund genug, Europa zu unterstützen. Aber es gibt noch etwas anderes. Sie sprechen von guter Arbeit, von Gerechtigkeit. Wir alle wissen, dass wir in Freiheit leben können, dass wir unsere Religion ausüben können, dass wir unsere Zeitung lesen können, die Pressefreiheit haben, die Meinungsfreiheit haben. Und wenn Sie sich einmal auf der Welt umschauen, dann wird man entdecken, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Wir in Deutschland mit unseren 80 Millionen Einwohnern sind zwar die größte Volkswirtschaft der Welt,
der Europas, der Welt leider nicht. Aber wir sind gerade mal 1% mit unseren 80 Millionen Einwohnern, 1,1% der Weltbevölkerung. 1,1%. Wir in Europa sind wenigstens 500 Millionen Einwohner. China hat 1,3 Milliarden, aber mit 500 Millionen kann man sich schon sehen lassen, sind immerhin 7% der Weltbevölkerung. Wir produzieren mit diesen 7% der Weltbevölkerung heute noch 25% des Bruttoinlandsprodukts der Welt. Um das erhalten zu können, um unsere Werte erhalten zu können, um Freiheit, um Demokratie durchsetzen zu können, um die Menschenrechte universal zur Geltung bringen zu können, kann kein einziges europäisches Land alleine etwas ausrichten. Nur Europa gemeinsam mit seinen Positionen hat überhaupt die Chance, auf der Welt etwas zum Besseren zu wenden. Und deshalb ist neben dem Friedenswerk das Freiheitswerk, das Demokratiewerk, das Werk der Menschenwürde etwas Gemeinsames in Europa. Und wir streiten uns viel, nächtelang in Brüssel. Aber über eins streiten wir uns nie, dass diese Freiheitsrechte unverzichtbar und uns allen gemein sind. Und deshalb lohnt jede Mühe für eine Europäische Union, die Menschenwürde verteidigt, meine Damen und Herren. Aber wir haben Sorgen in diesem Europa. Und die drücken sich am sichtbarsten in der Jugendarbeitslosigkeit aus. Und deshalb dürfen wir uns damit auch nicht abfinden. Wir müssen Lösungen finden, bei denen junge Menschen wieder eine Chance haben. Ansonsten werden sie nicht an Europa glauben. Und da ist die Wahrheit, dass die Politik manches tun kann. Aber letztlich schaffen Arbeitsplätze nicht die Politiker, sondern letztlich werden Arbeitsplätze von Unternehmen geschaffen. Und deshalb müssen wir schauen, dass die Wirtschaft in den verschiedenen Ländern wieder auf die Beine kommt. Sie in der IG Metall wissen genau, dass es wichtig ist, wenn man etwas produzieren will, etwas verkaufen will, dass man in der Lage ist, wettbewerbsfähig zu sein. Und deshalb dürfen wir in Europa auch nicht nur schauen, was können wir und was finden wir richtig, sondern wir müssen uns immer wieder messen, auch mit anderen in der Welt, die ja auch nicht ruhen und nicht schlafen. Und ich möchte den deutschen Gewerkschaften und hier in diesem Falle der IG Metall sehr herzlich danken. Die Tatsache, dass so viele Betriebsräte wissen, welchen Aufschwung China macht, wissen, wie es in Asien aussieht, wissen, wie es woanders auf der Welt aussieht. Dadurch sind sie mit der Globalisierung vertraut, bringen Erfahrungen ein und dies unterscheidet die deutschen Gewerkschaften in vielen Bereichen von der Erfahrungswelt anderer. Ich darf das so sagen. Und dadurch, dass Sie sich als Gewerkschafter immer dafür eingesetzt haben, in der Mitbestimmung, dass junge Leute Chancen bekommen, dass die berufliche Ausbildung nicht hinten runterfällt, dass man hier darauf achtet, dass dort vernünftige Bedingungen sind, das gibt Ihnen auch einen Erfahrungsschatz, den viele andere nicht haben. Und Herr Sommer und Herr Huber wissen, mein Traum ist, dass Sie auch wieder beim Ausbildungspakt mitmachen. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja in der nächsten Legislaturperiode. Aber die Erfahrungswelt, die Sie in den letzten Jahren in der Krise eingebracht haben, im Gespräch mit anderen europäischen Gewerkschaftern, die ist unendlich wichtig und ich bitte Sie, das fortzusetzen, auch Herr Wetzel und Herr Hoffmann. Wir können hier unseren europäischen Freunden einiges zeigen von dem Erfahrungsschatz unserer Mitbestimmung, den andere so nicht haben und ich glaube, es ist zum Wohle der Menschen auch in Europa. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass ich wahrscheinlich in Ihren Reihen eher dafür bekannt bin, dass ich etwas zu hart auch zum Teil mit anderen Ländern in Europa verhandelt habe. Aber ich glaube, dass wir sehen müssen, wir in Europa sind ein Kontinent, bei dem sich nicht nur in Deutschland der demografische Wandel vollzieht, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und wir leben davon, dass wir unsere übermäßige Staatsverschuldung runterfahren oder wir müssen darauf achten, weil ansonsten das Vertrauen in Europa nicht ausreichend vorhanden sein wird. Und deshalb ist auch mir in der deutschen Politik eines wichtig, dass wir aufhören, immer wieder Schulden zu machen. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern. Und deshalb ist eine unserer Leitlinien jetzt der Christlich-Demokratischen Union, der CSU, zu sagen, lasst uns in dieser Legislaturperiode an den Punkt kommen, wo wir einmal von dem, was wir einnehmen,
auch wirklich leben können, das heißt keine neuen Schulden weiter aufschichten. Deutschland hat jetzt einen Gesamtverschuldungsstand von ungefähr 80% des Bruttoinlandsprodukts. Normalerweise darf man nur dem Euroraum beitreten, wenn man 60% der Gesamtverschuldung des Bruttoinlandsprodukts hat. Das heißt, vor uns liegt jetzt auch eine Strecke, in der wir diese Gesamtverschuldung wieder herunterfahren müssen. Und wir haben in den letzten 4 Jahren erlebt, wenn man wenig Zinsen zahlt für seine Staatsschulden, hat man viele Spielräume. Wenn man hohe Zinsen zahlt wie andere Länder, weil nicht ausreichend Vertrauen ist, kommt man schnell in eine schwierige Situation. Und deshalb werbe ich dafür, dass bei aller Freude an Investitionen wir eine wachstumsorientierte Politik machen, die die Haushaltskonsolidierung gleichermaßen im Blick hat, weil ich glaube, dass dies die gerechteste Politik im Blick auf unsere Kinder und die Nachkommen ist. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Beratungen alles Gute. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland ein Ort bleibt, ein Land bleibt, in dem innovative Produkte hergestellt werden. Einer der Punkte in unseren Koalitionsverhandlungen ist auch, dass wir 3% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Innovation ausgeben. Gute Arbeit wird es nur geben, wenn innovative Produkte hergestellt werden. Wenn wir das, was andere auch schon gut können, nur können und nichts darüber hinaus, werden wir nicht erfolgreich sein. Und Forschung und Innovation sind die Treiber der Arbeitsplätze von morgen. Und deshalb weiß ich, dass Sie als Gewerkschafter hier auch immer wieder darauf geachtet haben, auch dass die Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren. Und ich möchte, dass auch in 10 und 20 Jahren Menschen, die aus Asien oder anderen Regionen der Welt zu uns kommen, nicht nur kommen, um zu gucken, wo Bach und Goethe agiert haben oder wo das erste Auto der Welt gebaut wurde, sondern ich möchte, dass sie kommen, damit auch in 20 Jahren die innovativsten Produkte bei uns entstehen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wenn wir uns mal angucken, wo die großen Internetkonzerne heute zu Hause sind, dann ist das nicht immer Europa. Und deshalb hat Deutschland hier eine Verantwortung, bei den modernsten Produkten dabei zu sein. Dass wir das bis jetzt konnten und ich glaube auch weiter können, ist nicht nur das Werk toller Ingenieure und Wissenschaftler, sondern es ist vor allen Dingen das Werk toller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Meister und derer, die ihre Arbeit gerne haben, lieben, ihren Erfahrungsschatz einbringen. Und die sind bei Ihnen, bei der IG Metall, zu Hause. Und deshalb arbeiten wir an dem gleichen Projekt eines erfolgreichen Landes, eines menschlichen Landes. Das schließt Meinungsunterschiede mit ein. Dennoch freue ich mich auf eine faire, gute, manchmal kontroverse Diskussion. Von mir dürfen Sie wissen, ich achte die Sozialpartnerschaft, ich halte sie für unerlässlich, ich halte sie für ein Erfolgsmodell Deutschlands und in diesem Sinne möchte ich gerne weiterarbeiten. Herzlichen Dank.